hier ist der Stevie von MetalFranconia.com und ich bin hier auf dem Ragnarök 2011, hier zusammen mit Skald von Hellrunar. Und Hellrunar, ja, also für die Leute, die jetzt Hellrunar jetzt so nicht sagt, wer seid ihr überhaupt? Wir sind eine Band, die versucht, atmosphärische, schwarz angehauchten, bisweilen vielleicht auch in Texten manchmal heidnisch-mythologischen Metal zu machen aus Münster. So. Kurz und knapp. Ihr habt ein Album rausgebracht und zwar mit dem Namen Soul. Soul. Beziehungsweise Soul. Es wird Soul ausgesprochen, wie das Englische. Soul. Soul 1 und 2. Es ist ein Konzeptalbum, aufgesplittet in zwei Teile. Und warum Konzeptalbum? Ich meine, ihr habt vorher schon, es ist ja nicht das erste Album, das ihr veröffentlicht habt, aber warum jetzt in dem Maße, warum so groß, in jetzt gleich zwei Alben auf einmal? Das sind ja zwei Fragen in eins. Also, ja. Was Konzeptalbum angeht, ich arbeite gerne konzeptionell oder vielleicht auch aus einer gewissen Form von Natur heraus. Also, wenn ich dabei bin, Texte für ein neues Album zu schreiben, dann entstehen die meistens als Konzept, weil gerade dann gibt es in der Phase meines Lebens oder so etwas, was mich besonders beschäftigt, bestimmte Gedanken, ein bestimmter Mythos, ein bestimmter Aspekt menschlichen Lebens. Und dann entstehen daraus eben Texte, die irgendwie zusammenhängen. Und die vorherigen Alben Baldur, Gies und Frostnacht waren gewissermaßen auch konzeptionelle Alben. Bei Soul ist es jetzt so, dass das Konzept, glaube ich, noch ein bisschen stringenter ist, dass es wirklich eine durcherzählte Geschichte ist. Zwar auch sehr wechselhafte Stimmungen und Eindrücke vermittelt, oftmals sehr stark springt, was den Hörer vielleicht auch herausfordert, aber es hängt konzeptionell sehr stark zusammen, ja. Also worum geht es in dem Album? Vielerlei. Ist eine Auseinandersetzung vielleicht so, also ich rede nicht so gerne über meine Texte, ich möchte die nicht so gerne interpretieren, anderen vorgeben, was es zu bedeuten hat, weil eigentlich ist es schön, zumindest habe ich auch das selber immer so gemacht, wenn ich selber Musik gehört habe von anderen Gruppen, dass man sich selber damit auseinandersetzt und sich selber hineinprojiziert, selber schaut, was gibt mir das, was kommt dabei raus für mich. Und grundsätzlich ist Soul eine Auseinandersetzung mit dem Leben, vielleicht auch gerade dem Leben heutzutage. Mag bessere Zeiten gegeben haben, aber diese ist unsere, in dieser Welt leben wir. Und Soul beschäftigt sich damit, auf vielen Ebenen. Wie erfahren Menschen diese Welt? Wie erfahren sie Krisen und Katastrophen, die natürlich immer wieder passieren? Ich meine jetzt nicht sowas wie Fukushima, aber nicht nur, sondern auch im persönlichen Bereich, im privaten Bereich vielleicht. Beide Ebenen sind da drin. Wie gehen Menschen mit Erzählformen um, speziell mit Mythologie? Weil Soul hat in der Herangehensweise, in der Struktur, die Struktur von Mythen. Das habe ich versucht mit ein bisschen hineinzunehmen. Und damit wären wir wieder beim Anfangspunkt. Mythen sind im Prinzip recht offene Erzählformen, die dem der jeweiligen Person, die sich ihm nähert, immer etwas Neues als Interpretationsmöglichkeit vorgeben. Also es ist nicht so wie vielleicht modernere Form von Literatur oder eine Pressemitteilung oder ähnliches. Es hat keine endgültige Bedeutung, sondern man begibt sich als Leser selbst in den Erzählstoff hinein und guckt, was kann mir das geben? Was sagt es aus über mich selbst als Mensch, über meinen psychischen Zustand, über den Zustand der Welt, in der ich mich befinde, über meine Beziehungen zu anderen Menschen, über Ethik oder sonst was. All das ist darin enthalten und das habe ich versucht, ein bisschen in Soul reinzukriegen, dass man mehrere verschiedene Erzählebenen hat und darum gibt es letztendlich nichts Konkretes, was Soul aussagt. Das ist aber ganz bewusst, damit möchte ich brechen mit totalen Aussagen. Also es sind so im Allgemeinen keine, geht es darum um erfundene Geschichten oder sind es so Geschichten, die jetzt aus dem Leben gegriffen, jetzt quasi, was weiß ich, meine Ex-Freundin hat Schluss gemacht und ich schreibe jetzt darüber einen Song? Oder sind es so eher so diese erfundenen Geschichten, die in das Album jetzt einfließen? Erfundene Geschichten sind es eigentlich nicht. Was erfunden ist, ist die Art und Weise, wie es ausgedrückt wird. Ja, okay. Das, was darin geschildert wird, ist Erlebtes. Aber wie sage ich das Erlebte? Wie erzähle ich das Erlebte? Das ist das Interessante, worum es geht. Das ist dann auch die Ausdrucksform, das Neue vielleicht daran. Ich weiß nicht, ob das jedem auffällt, ist mir auch egal. Aber die Frage ist, wie sage ich das? Ich kann so etwas sehr, sehr direkt sagen, eben fast so, wie es passiert ist. Oder ich kann so etwas verschlüsseln, mythologisch, symbolisch. Und dann, wenn das passiert, wird es interessant, weil dann öffnet es sich zugleich. Es wird nicht nur verschlüsselt, es wird auch zugleich ganz offen. Weil dann plötzlich kann sich jeder darin wiederfinden, wenn er es dann möchte, wenn er sich damit auseinandersetzen möchte, mit dem Erzählstoff. Und das ist dann der interessante Moment. Wie interagieren Erzählstoff, Symbolik und Realität? Beides so zusammen.
Diese Auseinandersetzung ist auch was, worum es auf Soul geht. Und natürlich, wenn ein Mensch dieses Album hört und sich in irgendeinem Song wiederfindet, vielleicht geborgen fühlt, verstanden fühlt oder irgendwas über sein Leben herausfindet, weil seine Freundin gerade Schluss gemacht hat, dann ist das so und dann ist das gut. Dann ist das okay. Dann ist das prima. Dann soll er das so machen. Das ist völlig in Ordnung und hat Gültigkeit. Allgemein bei Helronar auf deutsche Texte und nicht, warum habt ihr euch entschieden, deutsche Texte zu machen? Erstmal irgendwie englische oder ist es einfach? Erstmal einfach, weil es meine Muttersprache ist. Ich kann mich am besten darin ausdrücken. Ja. Und wir haben ja auch nur andere Sprachen reingebracht, früher das Norwegische, das Altnordische und so weiter. Das Altnordische hat für mich einen sehr stark mythischen Klang. Ich finde es sehr archaisch und darum finde ich es schön. Darum habe ich das benutzt. Das Norwegische bildet eine Brücke zum Altnordischen, weil es halt eine moderne Form von nordischer Sprache ist, die auch bisweilen mit dem Deutschen sehr, sehr ähnlich ist. Ansonsten, ich will jetzt nicht sagen, dass ich niemals einen Song in Englisch schreiben werde. Nee, es kann gut sein, dass ich auf dem nächsten Album schon einen Song in Englisch habe, keine Ahnung. Das möchte ich nicht im Voraus planen. Erstmal ist es so, dass ich mich in dieser Sprache gut ausdrücken kann, dass ich gut damit spielen kann, weil ich mit ihr sehr vertraut bin und das ist der einzige Grund. Ja. Das Altnordische findet sich ja auch in eurem Schriftzug jetzt wieder, ne? Ja, genau. Jetzt mit den Runen. Was hat euch eigentlich dazu bewegt, jetzt ein Album zu machen und es dann wie in dem Sinn jetzt hier so zu veröffentlichen mit den Bildern und mit ich meine, das ist ja nicht irgendwie so ein Booklet, das ist so ein Teil, was du dir hinsetzt und du legst die CD ein und du nimmst es und blätterst, während du die Musik hörst, blätterst du da drin rum und schaust dir die Bilder an und kannst die Texte dazu lesen und dann sind Anekdoten hier mit Textzeilen, wolltet ihr das so machen oder warum jetzt das in dem Sinne so veröffentlichen wie da? Also ganz am Anfang stand der Gedanke, einfach nur eine neue CD zu machen, wie man das halt so macht. Dann kam aber die Möglichkeit über das Label, wir können das auch als Artbook machen, wenn ihr wollt. Also die haben gehört, es ist so viel Material, dass es eine Doppel-CD wird, dann können wir das auch als Artbook herausbringen. Und es ist im Allgemeinen so, dass wenn ich Texte schreibe, wahnsinnig viel Abfall übrig bleibt. Abfall in Anführungszeichen. Die man nicht wirklich aufs Album nehmen wollte, genau, aber man könnte sie. So, ja. Dann eine durchgehende Geschichte und dann dachte ich mir, gut, dann so ein Artbook, das kann man dann mal mit einem kompletten Text füllen. Also dieses, was sonst Abfall wäre, was aber vielleicht Leute auch interessiert oder bewegen könnte, das kann man dann einfach mal mit reinnehmen. Und da war das eine sehr schöne Möglichkeit. Letzten Endes war es dann so, dass natürlich eine Menge mehr Arbeit war, weil den Abfall musste ich dann auch nochmal bearbeiten, sodass er die Form bekommt, die er haben soll. Und, letzten Endes ist dann umso mehr Stringenz drin. So ist daraus halt dieses Drama geworden. Letzten Endes, das Drama ist nur eine Erzählform, das ich als Klammer nehme, damit das Ganze funktioniert, in sich geschlossen ist. Und das dann aber auszuweiten nochmal, mit die Lücken zu füllen gewissermaßen, damit es für den Leser verständlicher wird vielleicht oder offener wird nochmal, damit er nochmal mehr Gedanken reinprojizieren kann, vielleicht auch unterhaltsamer wird. Dazu kommt dann halt noch diese visuelle Ebene, dass dann Bilder mit reinkommen, die dann eine ganz neue Interpretationsebene auch wieder eröffnen. Man wird oftmals sehen, dass die Bilder den Textinhalt sehr weit gefasst interpretieren und das nochmal weiter öffnen. Und das ist dann letzten Endes das dieses Sinngewebe, was dieses Album hoffentlich erzeugen soll, wo dann jeder, der sich dafür interessiert, sich hineindenken kann. Und was hat dich dazu, also jetzt mal um auf die Musik zu sprechen zu kommen,
Wer macht die Musik? Bist es du alleine oder ich gehe jetzt davon aus, dass du die Texte da schreibst oder also du bist der Texter. Ja. Du machst die Texte. Schreibst du dann die Musik? Ich habe Musik auf dem Album geschrieben. Das allermeiste ist allerdings von Als Vater, der definitiv der bessere Musiker von uns beiden ist. Der kann einfach alles, der kann Gitarre spielen, Schlagzeug spielen und hat ein unglaubliches Gefühl für Melodien und Kompositionen. Das geht mir ab. Ich kann ab und zu mal einen Song schreiben, so richtig gut Gitarre spielen kann ich nicht, aber dafür reicht's. Und deshalb ist die Trennung eigentlich eher so, dass er die Songs schreibt und ich schreibe die Texte. Das Komische ist, das passt meistens gut zueinander. Also wir haben über die langen Jahre hinweg wohl so eine Art dämonische familiäre Beziehung entwickelt, die musikalisch recht gut funktioniert. Er schreibt einen Song und dann schreibe ich einen Text und der passt komischerweise drauf. Manchmal auch ohne, dass wir uns abgesprochen haben. Aber so funktioniert das im Grunde genommen. Und was inspiriert euch dazu? Also setzt ihr euch zusammen im Proberaum und denkt so, hey, ich habe hier eine Idee oder du hast eine Idee oder er hat eine Idee und ja, komm, das spielen wir mal zusammen und dann wird ein Song geschrieben und dann kommt der Text drauf oder steht der Text zuerst oder wie kann man sich so einen Entstehungsprozess jetzt von einem Song, wir nehmen jetzt mal einfach irgendeinen beliebigen Song, wie sieht so der Entstehungsprozess von so einem Song aus? Immer verschieden. Eigentlich, also jeder Song entsteht da anders. Bei Soul war es oft so, dass wir parallel gearbeitet haben, mehr oder weniger. Also er schrieb Musik, ich schrieb Texte. Dann kommen wir zusammen, reden darüber. Am Anfang steht vielleicht, dass wir ähnliche Vorstellungen haben. Also wir sprechen uns nicht ab in dem Sinne. Das passiert nicht. Es ist eher so, dass man merkt, was bewegt den einen gerade emotional und wie möchte er das musikalisch ausdrücken. Zum Beispiel war es bei Soul so, dass wir uns irgendwann getroffen haben und meinten, das muss düsterer werden, dreckiger. Das war so die Empfindung, die wir hatten. Und ich glaube, Soul ist auch düsterer und dreckiger als die Alben zuvor. Das war auch die einzige Maßgabe, die wir irgendwie hatten und wie das dann letzten Endes werden und aussehen soll, wussten wir nicht. Manchmal war es dann so, dass ein Song zuerst fertig war und ich habe dann einen Text drauf geschrieben. Manchmal war es auch so, dass ein Song fertig war und ich habe im selben Moment einen Text geschrieben und dann merkte man, oh, die passen ja total gut aufeinander. Bei wenigen Ausnahmen ist es so, dass ich zuerst einen Text schreibe und dann wird ein Song drüber geschrieben. Das ist das Seltenste eigentlich. Ja. Ja. Und was inspiriert euch jetzt dazu, genauso Musik zu machen? Das ist wiederum das Leben. Das Leben ist die größte Inspiration. Das Leben, versuchen mit einigermaßen offenen Augen durch die Welt zu gehen, was zu lesen irgendwie. Poesie hat garantiert einen großen Einfluss darauf gehabt von verschiedenen Autoren, die einen dann zum Nachdenken anreden, die einen zum Reflektieren über die Welt anregen. Aber das ist im Prinzip das größte Ding. Und ich glaube, das ist eigentlich bei fast jedem Musiker so. Ganz egal, was er für Texte hat, ob die jetzt klischeehaft, oberflächlich wirken. Letzten Endes verarbeitet man Erfahrungen, Gefühle. Das ist auch bei Soul so, bei uns. Und da unterscheiden wir uns nicht großartig von anderen Musikern, glaube ich.